Servus Outlaws, willkommen zum nächsten Video. Heute gibt's was richtig Geiles und zwar eine Gratiswaffe nach Wahl. Kann man direkt am Anfang mal wieder abstauben und muss dafür nicht viel machen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze im Detail an. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich pfeife mir jetzt erstmal dieses geile Fleisch rein. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die Tuts da heißt. Hat irgendwie auch Bock, hier was vom Fleisch abzukriegen. Ich gebe hier aber mal nichts. Und wir starten jetzt direkt. Es ist wirklich direkt bei Lager 1. Dieses kleine Event, muss man sagen. Und da bekommt man eben eine Gratiswaffe. Der eine oder andere hat es vielleicht schon entdeckt. Ihr seht auch, das ist wirklich ganz am Anfang. Und wir reiten da jetzt mal schnell zusammen hin. Wie gesagt, das ganz in der Nähe. Wir haben jetzt 6.25 Uhr. Bei mir war es immer so, das Event habe ich entweder morgens bekommen oder so um die Mittagszeit. Nachts war es nie da, deswegen empfehle ich euch, entweder das Ganze morgens oder mittags zu machen und an der Stelle mal vorbeizureiten. Wir schauen mal, ob das Ganze jetzt geklappt hat und wir sind eigentlich schon fast da. Alles ist schon in Sichtweite. In der Hoffnung natürlich, dass es jetzt hier spawnt und es ist gespawnt direkt. Also wir haben jetzt hier, muss ich sagen, 6.32 Uhr. Wir schauen nochmal auf der Karte. Ihr seht, hier ist das Lager und es ist direkt daneben. Man hat hier sogar noch diese Ankel-Quest. Also wirklich ganz am Anfang kann man sich direkt eine Gratiswaffe abstauben, wenn man es richtig macht. Falsch machen darf man es natürlich nicht. Muss natürlich auch schnell genug sein. Den Kollegen hier nicht umrennen. Ansonsten mag er uns nicht mehr. Wir schauen uns das Ganze mal an und hören mal, was er zu sagen hat. Beste, ich bin perfekt vorbereitet, Digga. Headset gerade nicht mal auf, habe ich gerade gemerkt. Ja, moin, es ist halt früh morgens. So, wir geben ihm keine Arznei, sondern saugen das Gift aus. Ich meine mich zu erinnern, dass wenn man Arznei gibt, das Ganze nicht wirklich hilft. Deswegen, wir saugen es aus. Da seid ihr 100% safe. Und ja, spuckt das Gift der Schlange im Endeffekt aus. Und wir haben diesen kleinen Kollegen hier gerettet. Und das war's im Endeffekt auch. Als nächstes gehen wir erstmal eine Runde schlafen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt bei mir, weil ich habe ja jetzt 18 Stunden geschlafen davor. Das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, dass das Ganze jetzt hier morgens ist. Es kann auch sein, dass ein anderes Event spawnt. Das hatte ich kurz davor mit O'Driscolls. Da dann einfach auch 18 Stunden schlafen und später nochmal neu hinreiten. So. Ich hoffe, das Ganze geht jetzt wirklich hier schnell genug. Die Bäume sind immer extrem gefährlich in Red Dead Redemption. Das ist die Todesursache Nummer 1 von Pferd und Reiter. Weil das Pferd staut automatisch immer diesen Baum irgendwie an und ist dann, es ist stark selbstmordgefährdet. Okay. So, wir gehen eine Runde schlafen. Nicht umziehen. Das Outfit will ich auf jeden Fall anbehalten. So, wir können bis abends schlafen, bis nachts leider nur. Das ist erstmal schwierig. Wir schlafen mal bis nachts. Es sind 17 Stunden. Ich hoffe, danach hat der Arthur nochmal Bock, sich direkt nochmal hinzulegen für am besten 18 Stunden. Und ja, weil der Kollege muss sich erstmal ein bisschen fortbewegen von dieser Stelle und das geht natürlich im schnellsten, wenn man schläft. Man kann es natürlich auch abwarten oder andere Sachen zwischendrin machen, aber man muss so ein, zwei Tage vergehen lassen, dass er an der anderen Location auftaucht, wo wir gleich hingehen. Er will, so wie es aussieht, glaube ich, nein, er will nicht mehr schlafen. Das ist natürlich jetzt kritisch. Wir haben jetzt hier mitten in der Nacht 0 Uhr. So, wir werden es trotzdem hinkriegen. Wir werden jetzt nach Valentine rüberreisen, in der Hoffnung, dass er natürlich dort ist. Falls nicht, werde ich das Ganze nochmal kurz cutten und dass eben nochmal 18 Stunden zwischendrin geschlafen ist. Und dann passt das Ganze. Wir reiten jetzt mal zusammen rüber. Vielleicht finden wir jetzt irgendwie nochmal was Cooles hier während der Nacht. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall sehr stimmig. So. Vielleicht finden wir eine fette Eule, sind relativ selten, aber Richtung Valentine kann sein, dass man eine Eule findet und die Federn braucht man natürlich auch. Da hinten hat auf jeden Fall schon einer ein Lager aufgeschlagen. Was ich auch mal kurz machen werde, ist mir mal ein bisschen Sound gönnen. Habe ich jetzt komplett vergessen einfach. Ah, schon besser. Atmosphäre stimmt jetzt hier noch mit der Musik und dem Sound. Jo, hier sind normalerweise Eulen unterwegs, wenn man, das sind also riesige Viecher. Leider, so wie es aussieht, heute Nacht nicht. Vollmond haben wir auch nicht, Werwölfe sind nicht am Start.
Okay, alles natürlich geschlossen hier um 1 Uhr. Normalerweise müsste das Loon noch offen sein. Wenn der nicht offen ist, wäre es auf jeden Fall hart. Okay, da ist die andere Quest hier mit den Revolverhelden. Die brauchen wir jetzt aber aktuell nicht. Wir wollen natürlich was anderes. So, da unten war auch nochmal irgendwie so ein Mini-Event, aber das brauchen wir natürlich auch nicht. So, der gute Kollege ist leider noch nicht da. Gut, wir haben auch mitten in der Nacht. Ich werde jetzt hier nochmal versuchen zu schlafen. Und dann sieht man sich morgen früh. Schlafen ging jetzt doch nicht, auch nicht leider in der Stadt. Und ich habe mich jetzt einfach hier ein bisschen im Pub aufgehalten, im Saloon. Und auf der linken Seite sehe ich das Ganze schon. Es hat funktioniert, also ihr müsst circa einen Tag eben warten. Und dann könnt ihr zum Büchsenmacher. Und davor sitzt jetzt dieser Kollege, den wir eben gerettet haben, vor dem Schlangengift, dass er nicht drauf geht. Wir hören uns das kleine Gespräch mal an. Natürlich hat das jedem erzählt. How about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item on my tab? Da habt ihr es gehört. Ich weiß zwar, er hat zwar kein Geld, aber wir dürfen uns was beim Büchsenmacher aussuchen. Verstehe ich überhaupt nicht den Satz, denn woher nimmt er das Geld für einen Büchsenmacher, da die Waffe zu kaufen? Ihr könnt jetzt alles kaufen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass er das Richtige kauft. Ich kann euch ein paar Sachen empfehlen, die am Anfang sehr nice sind. Ihr könnt natürlich jetzt Munition kaufen und so andere Sachen. Dann ist natürlich das weg. Deswegen sollte man natürlich schauen, dass man sich eine Waffe holt. Und ihr seht, alles ist kostenlos. Am Anfang kann man natürlich manche Waffen noch nicht kaufen, sind natürlich ganz normal gesperrt. Schaltet mit der Story frei. Pistole würde ich euch nicht empfehlen, bekommt man auch eine ja direkt gratis. Davon habe ich ja auch ein Video früher schon gemacht. Deswegen lohnt sich das nicht so. Repetierer lohnt sich im Endeffekt auch nicht, denn den bekommt man auch in Rhodes kostenlos. Deswegen auch den nicht holen. Schrotflinte bekommt man ebenfalls gratis, nämlich genau die. Ne, das ist wie Mintgewehr, sorry Leute. Schrotflinte bekommt man auch gratis, und zwar eine, kann ich euch noch kurz zeigen. Und zwar, wo haben wir sie? Pump Action, das müsste ja die, genau die hier. Kriegt man auch durch, wie soll ich sagen, durch eine Mission, von, also hier eine Nebenmission vom Lager von, ich glaube, Charles war es, müsste ich, das ist ein anderer gewesen, weiß jetzt gerade gar nicht den Namen. Und am besten ist es eigentlich, wenn man sich hier das Springfield-Gewehr abstaubt direkt am Anfang. Es ist fürs Jagen am besten, aber man hat am Anfang nicht direkt einen Sniper und kann halt eben ein Zielfernrohr draufschrauben. Und zwar am besten das lange, das mittlere Zielfernrohr. Und hat damit eigentlich den besten Kauf gemacht. Und die, so eine Waffe fehlt halt am Anfang einen. Und man muss sie da nicht für $200 oder so kaufen. Ich weiß gar nicht genau, wie viel sie jetzt kostet. Und hat jetzt eben hier noch eine Gratiswaffe abstauben können, direkt zu Beginn. Die anderen Waffen kriegt man so. Und ja, danke auf jeden Fall hier an diesen Kollegen. Schicke Waffe jetzt. Und man kann jetzt hier halt ja wunderbar auf die Jagd gehen. Mit einem sehr schicken Gewehr. Wie gesagt, man kann dann schön umschalten aufs Zielfernrohr und kann Bisons und sonstige Sachen aus der Entfernung easy hunten. Das war's soweit vom Video. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Direkt, wie gesagt, am Anfang kann man sich dann nochmal eine weitere Waffe abstauben und auch noch gratis. Was will man mehr? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über den Daumen freuen. Wer mehr zu Red Dead Redemption 2 sehen möchte, kann wie immer gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.